Hallo? Fuck! Oh, fuck! Oh, leck mir am Arsch! Was ist los? Fass da mal an! Okay, geil. Also nimm auf jeden Fall Platz noch mit. Du musst Dings wieder mit runternehmen, Christopher. Oh mein Gott! Aua, was ist gerade passiert? Au! Aber nur ein bisschen. Was? Was hast du denn jetzt gemacht? Wo kommst du denn her? Wir reden da nicht drüber, bitte! 04 und Cap 06 ist unten. Okay. Warum bin ich denn jetzt ein Spasti? Ja, weiß ich nicht. Fahren wir danach. Du schießt dir gleich ins Bein. Du kannst mir am Arsch lecken. Ja, Hans-Peter? Hallo, habt ihr Captain 06 da unten bei euch? Danke. Danke. Kommst du da nicht raus? Oh! Das tut mir jetzt voll leid. Oh, mein Krankenwagen. Ich glaube, meine Beine sind gebrochen. Jetzt haben wir unser Casino-Parkplatz und dann holen wir ein neues Taxi raus. Dann holen wir Brosch nochmal ab. Was war das denn? Mach mal mehr. Nicht du. Okay, ich geh dann mal. Ja, einmal, kleinen Moment. Ja. Liebe Ronny. Weiter, oh, weiter. Luft rausgegangen, ja? Perfekt, ja. Jep. La, le, lu, nur der Mann im Mond schaut so wie klein Kind da schlafen, dann schläfst auch du. Nee, da würde ich nicht schlafen, da hätte ich Angst. Wieso was denn heute? Achso, Hawks Beerdigung, Vater! Wieso krieg ich dich jetzt nochmal Bescheid? Ja, scheißegal, komm her jetzt! Ich hätte mich anrufen können, aber nein, stattdessen machst du mir das jetzt, oder was? Vater, ich hab dich versucht zu erreichen, du bist ja nicht zu erreichen, ich stand die ganze Zeit vor deiner Tür und hab geklopft! Dass du mir jetzt nicht Bescheid sagst, dass mein Sohn beerdigt wird, du behinderter Voll! Achso, und was war letzte Woche, Vater? Nach der Beerdigung und reiß dir den Arsch auf, du kleine Vater, ich hab dafür gesorgt, dass die Beerdigung letzte Woche nicht stattgefunden hat, weil du nicht da warst! Ich hab sie extra für dich verschieben. Ach, du hast auf. Der hat aufgelegt, du Arschloch. Dass sie hier nichts tun. So, oh fuck. Oh, warte. Hier. Oh, fuck. Das Lenkrad sitzt ganz schön locker. Hä? Was? Wie? Das Lenkrad sitzt ganz schön locker. Schon besser. Ich hatte gerade das Lenkrad auf einmal in der Hand. Muss ich wieder reinstecken? Ach nee, jetzt war das Gaspedal, Idiot. Was? Lenken konnte hier noch. Nur kein Gas. Das zahlt. Nein. Das kriegt zahlt. Hä, warum ich? Haben Sie auch ein bisschen Fleisch? 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 Höchstens im Döner. Ich bleib bei den Chili Cheese Sandwich. Steck dir diesen Finger immer noch so tief rein, das glaubst du nicht. Oh, shit. Also, muss ich auch fragen. Also ich habe sie nicht gehört. Heben Sie einfach das Geld ab und fahren Sie. Ich bin digitalisiert, ich brauche kein Bargeld. Ich kann nur mit Karte fahren. Ich kann gerade sagen, er hat auch eine Lichtkarte. Ja, warten Sie mal, geben Sie uns mal ein das Geld, wir machen es auf Staatskonto. Ja, da haben Sie doch nichts von. Ja, das tut ja nichts zur Sache. Ja, bringen Ihnen ja nichts, wenn es auf Staatskonto landet, bringen Ihnen ja mehr, weil das Geld muss unter die Leute. Wenn es auf Staatskonto landet, landet es das Rennen unter den Leuten. Jetzt nehmen Sie doch einfach die 10 Dollar und gehen Sie einfach, mein Gott. 19.40 Uhr, strecht euch Auto. Strech. Ich hab voll Hunger auf Fleisch. Hast du noch einen Fisch? Stresst euch Autofahrt. Strech. 20.16 Uhr, Hans geschlagen, getasert worden. Hallo, Siegfried. Hallo. Also ich bin Adela, ich bin die Limo-Fahrerin. Steig ein! Okay. Sigrid.
Hey Sekret, was geht ab? Das Ding ist meine Fresse. Ich zieh gleich ab, ich schwöre. Warum? Geh weg. Ja, meine Güte, stress mich nicht, ich bin nicht so schnell. Ich realisiere das jetzt erst so wirklich, dass ich Frank bei Tank gesagt habe. Sigrid, wir haben's eilig. Meine Güte, stress mich nicht. Ingrid. Wir müssen los. Sigrid, ich beide mich Mensch. Doch schön. Sigrid, jetzt steig doch ein. Meine Fresse, das dauert. Meine Mann. Güte. Es gibt mir noch eine Sekunde. Okay, eins. Das ist unfair, ich bin nicht so schnell. Das war eine Sekunde. Sagst du, bist du traurig, oder was? Was? Ob du jetzt traurig bist? Sigrid, das Taxometer läuft! Ich beeile mich! Mein Chef ist noch am Telefon und das habe ich nicht gewusst. Ja, blöd gelaufen, Ronny. Fahr ich jetzt wirklich umsonst zu dir? Oh oh. Könnt ihr mich bedrohen oder so? Ich nehme euch Geld, der haut mir aufs Maul. Ich sehe uns zwischen einem Baum hängen. Ah. Ist irgendwas angestellt, Niggi? Eigentlich nicht. Rechts ist unser Kunde. Hallo, brauchen Sie wieder ein Taxi? Nee, ich muss nur über die Straße und wollte nicht überfahren werden. Ja, kein Problem, also. Steigen Sie ein, fahren wir Sie sicher rüber. So. Wo wollen Sie denn jetzt hin? Auf die andere Straßenseite. Oh. Ich liebe es, wenn Leute mitspielen, ne? Das Moment. Straßenseite ist sicher. Ja, sagen Sie, wie viel es macht. Ja, Moment. Bin gerade dabei. $770. Genau, ja. $770 wären das. 5. Und du fragst dich, wie ich ständig so viel Geld mache, Klingi? Genauso! Fischer. Oh, ich dachte, also du hast zwei Frauen. Nein. Wir sind nur Freunde. Ja, ja. Und danach? Nein, wir sind wirklich nur Freunde. Oh, Ronny! Sie hat's nicht gesagt! Hat er nicht gemacht, oder? Ich will nichts sagen, aber erstens hört sich das nicht so an, sondern... Aber... Was anderes. Was? Was macht der denn, Mann? Was denn? Hi. Hi. Oh Gott, wollt ihr alle rein? Ja. Könnt ihr draußen warten? Hey, wir gehören zu. Wir sind Engel. Oh, das war so gut. Okay. Das war richtig gut. Wie Eye Open up the door. Ja. Hallo. Kassler hat mittelschwer geklopft. Hallo. Was war? Was ist? Ich hab ne Ampel mitgenommen! Sie ist so auf meinem Gepäckträger stecken geblieben! Was? Ah, schön! Okay. Soll ich jetzt den Klaller zünden? Achtung! Und den Klaller. Irre. Okay, weil da sehe ich Hans nicht. Hinten ja, vorne nein. Oh Mann. Na, scheiß Dreck. Kann er das kurz vergessen, was ich gesagt habe? Nein. Das war der falsche Teil. Ist auch gut nach. Und weh, du klaust nochmal das ganze Toast aus dem Kühlschrank. Welcher Mensch macht bitte Toast in den Kühlschrank? Ich! Weil es denn länger haltbar ist. Viel länger. Ist ohne Kühlschrank, 3-4 Tage, im Kühlschrank, 2 Wochen. Wer zur Hölle braucht 2 Wochen, um Toast herzuessen? Guten Nacht, Ronny! Guten Nacht! Ich lebe so am Geländer. Oh Gott, das ist Mad Monday. Aua!